Aus meiner Sicht gibt es zwei Dinge, die Sie wissen sollten, wenn Sie sich zum Beispiel mit den Aktienmärkten in den USA beschäftigen. Wenn Sie sich fragen, na, was passiert da und heute? Da sehen wir zum Beispiel, dass der Leitindex S&P seit Kassaeröffnung, also seit Eröffnung des Kassahandels 15:30 deutscher Zeit, irgendwie wie ja, angeklebt scheint. Der bewegt sich kaum, immer nur so ganz geringe Breiten im Bewegungsspektrum, die hier abgedeckt werden. Alles so in dieser Zone 4.990, 4.995, aber eben nicht 5.000. Und das liegt an der ersten Geschichte, die Sie wissen sollten. Das ist die sogenannte Call Wall bei der Marke von 5.000 Punkten im S&P 500. Da liegen jede Menge Optionen. Was das bedeutet, dazu gleich mehr. Und das Zweite, was Sie wissen sollten, ist, morgen steht eine Revision der Inflationsdaten aus dem Jahr 2023 in den USA an. Und Christopher Waller, das FED-Mitglied, hat in einer Rede gesagt, das werden wir uns sehr genau anschauen, denn vor einem Jahr hat es auch schon mal eine Revision der Inflationsdaten gegeben. Damals wurden die massiv nach oben revidiert. Daraufhin großes Erschrecken bei der FED. Hups, die Inflation war doch viel höher, als wir ursprünglich gedacht hatten. Kann sein, dass das morgen überhaupt nicht diese Bedeutung hat, wie es letztes Jahr hatte, aber es ist zumindest etwas, auf das die Wall Street sehr genau achten wird, die FED sehr genau achten wird. Dementsprechend sollten wir da drauf gucken. Aber zunächst mal zur Call Wall. Hier beschreibt es ein Twitter-Account, massive Gamma Wall. Also es geht um Optionen. Und hier sehen wir schon, wo dieser dicke Balken ist. Das ist die 5000er Marke. Und das heißt, so dieser Twitter-Account weiter, Dealers are selling a ton of S&P Futures, um zu vermeiden, dass diese Marke erreicht wird. Denn das würde für viele bedeuten, diese Optionen werden werthaltig. Nämlich mit Überschreiten der 5000er Marke. Das will man verhindern, indem man als Verkäufer dieser Optionen, als Anbieter dieser Optionen, dann den Future verkauft. Und wir sehen hier mal, wir sind seit gestern im Grunde in einer total engen Handelsrange. Hier ab 15:30 sehen wir, geht es praktisch seitwärts in einer Spanne von ganz, ganz wenigen Punkten. Und das ist aus meiner Sicht eben dieser Mechanik geschuldet, die derzeit am Optionsmarkt der Fall ist. Jetzt kommen wir mal zur anderen Geschichte, nämlich zu dieser Geschichte mit der Inflation und dem derzeitigen Bild, was sich ergibt für die Märkte, aber auch für die US-Konjunktur. Wir sehen hier die surprising FCI-driven surge in growth. Wir sehen also, das Wachstum nimmt wieder zu. Wir hatten besser als erwartete ISM-Daten, sowohl Service als auch Manufacturing, also Gewerbe. Wir hatten die starken Arbeitsmarktdaten etc. etc. Wir haben also sehr viele Daten aus den USA vor allem, die besser waren als erwartet. Und FCI ist Financial Conditions Index, sind also die Finanzkonditionen. Und die Finanzkonditionen haben sich ja spätestens mit den Aussagen von Powell Mitte Dezember deutlich gelockert. Und wir sehen, dass das sich jetzt schon niederschlägt in mehr Wachstum. Und das eben jetzt in dieser Situation, wo wir morgen vielleicht erfahren, wie die Inflation wirklich gewesen ist im Jahr 2023. Und die Biden-Administration, die macht alles, um dieses Wachstum noch zu beschleunigen. Nomura sagt hier, Vorsicht, die Biden-Administration ist all gas, no brakes, also nur auf dem Gaspedal, nicht auf der Bremse, weil man natürlich jetzt mit einer guten Wirtschaft in diese Wahl gehen will im November. Aber das dürfte für die Fed ein Problem sein, denn Wirtschaft, die stark ist, die wächst, wo die Nachfrage stark ist, da steigen natürlich latent auch die Preise. Das ist also konterkarierend für die Fed. Und hier sehen wir auch schon mal durch diese Financial Conditions, die sich aufgelockert haben, dass in den USA seit 2 Monaten die Geldmenge wieder steigt, die ja seit Juli bis Oktober rückläufig war, rückläufig. Jetzt geht es offenkundig wieder nach oben. Wir sehen also, es ist mehr Geld im System. Und gleichzeitig sehen wir, dass ja die Renditen wieder über 4% sind für die 10-jährige US-Anleihe. Die Renditen tendenziell ja gestiegen sind in letzter Zeit. Die Aktienmärkte haben sich gesagt, ja, lass die mal machen, die Anleihenmärkte. Aber hier sehen wir, dass fast alle, nämlich hier von der Bank of America befragten oder von Goldman Sachs befragten Großanleger damit rechnen, dass die Renditen unter 4% liegen. Das erwarten immerhin 78%, nur 13% erwarten 4 bis 4,5%. Derzeit sind wir so 4,15, 4,16% und nur 3% gehen davon aus, dass wir über die 5% Marke nochmal kommen werden. Und das angesichts einer Fed,
die derzeit mehr oder weniger klar macht, higher for longer, was die Zinsen betrifft, im Gegensatz zur Erwartung der Märkte, die wir hier unten sehen, 5 Zinssenkungen nach wie vor eingepreist, aber heute Auftritt von der Richmond Fed-Chef Barkin bei Bloomberg. Und der sagte also, wir haben überhaupt keine Eile nicht, um die Zinsen zu senken. Wir schauen uns die ganze Chose mal ganz entspannt an. Das passt nicht zu dieser Markterwartung. Und dann auftritt Janet Yellen heute und da sagt sie, ja, wir müssen ja die Preise nicht nach unten bringen, weil ja die Löhne gestiegen sind. Was will sie uns damit sagen? Die gute Janet Yellen, ein echter Klassiker, aber hier dieser Twitter-Account fasst es zusammen, was derzeit die wirklich komplexe, widersprüchliche Gemengelage ist, warum die Fed irgendwie sich nicht für eine Sache entscheiden kann. Wir haben ja diese Stresssituation nach wie vor bei den Regionalbanken wegen diesen Commercial Real Estates, also den Gewerbeimmobilien. Wir kriegen Meldungen, dass immer mehr Firmen Menschen entlassen in den USA. Dennoch sind die offiziellen Arbeitsmarktdaten sehr stark. Wir sehen die schwierige Situation in China. Wir sehen, dass die Rohstoffe vergleichsweise schwach bleiben, vielleicht auch wegen China. Wir sehen, dass die Delinquency Rate steigen, also die Ausfälle von Krediten, die also nicht mehr zurückgezahlt werden. Auf der anderen Seite sehen wir diese Euphorie an den Aktienmärkten, als gäbe es kein Morgen. Wie passt das zusammen? Nicht so wirklich. Und das ist eben das, was ich immer wieder zeige, weil es aus meiner Sicht die Dinge auf den Punkt bringt. Während der S&P 500 weiter steigt, sinken die Erwartungen, dass die Zinsen sinken. Und normalerweise geht das parallel einher. Jetzt ist diese Lücke inzwischen sehr, sehr groß. Aktienmärkte steigen weiter. Zinssenkungserwartungen steigen nicht zuletzt wegen den Aussagen der Fed immer weiter. Und hier sehen wir mal aus der Vergangenheit, wie oft die Märkte daneben liegen in ihrer Vorstellung, wie jetzt die Zinsen sich weiterentwickeln. Sie haben schon die Richtung meistens richtig drauf, aber sind meistens vom Timing her zu früh. So hat man etwa zu früh Anfang der 2000er gedacht, dass hier das Plateau erreicht ist. Die Zinsen gingen dann aber höher. Dann ging es ja auf Null. Die Märkte immer wieder schon gedacht, ja, die Zinsen könnten steigen. Hat da dann sehr lange gedauert, bis es passierte. Und jetzt sehen wir, wie stark jetzt immer wieder die Erwartung schon gewesen ist, hier rechts in der Grafik, dass die Zinsen sinken. Aber sie sinken einfach nicht. Also das ist diese wirklich komische Gemengelage, mit der wir es derzeit zu tun haben. Und dann haben wir eben diese KI-Bubble, die heute wieder sichtbar wird, nicht diesmal mit Nvidia, sondern mit ARM, diesem britischen Chip-Konzern, der mal eben 60% gestiegen ist heute, weil er gestern seine Ergebnisprognose um 15% angehoben hat. Price-Earnings-Ratio von 120, man bezahlt den 40-fachen Umsatz bei ARM und selbst wenn das Unternehmen wächst, ist das immer noch extrem teuer. Wie gesagt, die Aktie 60% zwischenzeitlich heute gestiegen. Das hat mit Rationalität überhaupt nichts mehr zu tun. Und jetzt kommt Jim Cramer und sagt, ja, das ist ein Kauf, diese Aktie. Und na klar, in Blasen sind die Dinge so, dass sie noch extremer werden können. Das ist gar keine Frage. Wer das also tradet, der kann damit Erfolg haben auf der Long-Seite. Aber on the long run, glaube ich, wird das eine sehr schwierige Geschichte. Darauf weist auch der sogenannte Dean of Valuation, also der Papst der Bewertungen, das ist der gute Mr. Damer Duran, der hier auf CNBC, also nicht irgendwo in einem Blog, sondern wirklich auf der maßgeblichen Finanzseite in den USA, wenn man so will, sagt, also die Magnificent Seven sind alle zu teuer, aber am allerteuersten ist eben hier Nvidia. Und einfach weil eben dieses Wort AI, künstliche Intelligenz, immer wieder gehypt ist und alle sofort draufspringen. Es gilt auch ein Stück weit für Microsoft, die natürlich hier auch gepusht werden, obwohl sie mit KI jetzt noch nicht so wirklich Geld verdienen, hat man den Eindruck. Und die Stimmung, wie sie an den Märkten ist, sehen wir hier nochmal. US-Privatanleger 49% bullisch, nur 22% bärisch und auch jetzt die Vermögensverwalter, frische Daten, Investitionsquote 93,77%, nochmal also nach oben gegangen, noch kein Extremwert, noch nicht über 100, aber dennoch sind die Herrschaften schon dick investiert und alle sagen, ja, jetzt kann es nur weiter nach oben gehen. Alle, die Gegenteiliges auch nur vermuten, haben keine Ahnung, du verstehst es nicht, diesmal ist alles anders, wie hier dieser Twitter-Account beschreibt, aber wir haben jetzt im Grunde eine ähnliche Situation, wie wir sie im Oktober aktiv gehabt hatten, damals positive Divergenzen, maßlos überverkauft, jetzt haben wir negative Divergenzen, sind maßlos überkauft.
Aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Hier sehen wir nochmal den Indikator von Lance Roberts. Verschiedene Parameter, die er hier anlegt, überkauft oder überverkauft. Wir haben jetzt eine Überkauftheit mit einem Wert von 96,84. Alles über 90 ist normalerweise am Top. Mal sehen, vielleicht werden die Dinge noch extremer, auszuschließen ist es nicht, aber wir sehen hier eben auch diese Divergenzen. Nasdaq steigt immer weiter, heute wieder neues Allzeithoch, aber die Anzahl der Aktien, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt liegt im Nasdaq, fällt immer weiter. Also die meisten Aktien machen diese Rallye überhaupt nicht mit, das sehen wir hier auch. Der Equal Weight Index ist nicht über seinem Allzeithoch, sondern der ist jetzt auf dem Niveau, auf dem wir waren 2021 am Top. Also der Index Nasdaq 100, wo ja dicke Nasdaq-Werte drin sind, in dem alle gleichgewichtet sind, alle Aktien. Das wird interessant sein zu sehen, ob es gelingt, eben hier die Dinge zu durchstoßen oder eben nicht. Eben nicht ist das Stichwort für meine zweitbeste Freundin Cathie Wood. Die hat mal eben in Zeiten, in denen die Aktienmärkte ja eigentlich gestiegen sind, 14 Milliarden Dollar verbrannt in den letzten 10 Jahren. Und gestern hat sie gesagt, ja, also ich stehe zu Tesla, die hat gestern oder hatte zuletzt jetzt immer wieder Tesla nachgekauft, die Aktie ist überverkauft im kurzen Zeitfenster. Und jetzt kommt wieder ihr Robotaxi, das in 2 Jahren dann kommen soll. Autonomes Fahren haben wir ja schon immer wieder gehört von Elon Musk. Diese Robotaxis sind bisher nicht in Sichtweite, aber however. Also wir sehen hier diese einstigen Blasen wie bei Tesla, die beginnen sich jetzt schon zu entleeren. Hier übrigens auch nochmal ein Artikel im Handelsblatt. Der Boom in den USA in Sachen Elektrofahrzeuge ist vorbei. Wir sehen, dass Ford ja viele Leute entlassen hat, weil schlichtweg die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen deutlich zurückgegangen ist. Das gilt auch für Europa, das gilt weltweit im Prinzip. Weil schlichtweg eben Subventionen auslaufen, weil eben so langsam die Nachteile auch klar werden. Im Winter hast du ein Problem, du hast einfach dieses Reichweitenproblem, das nicht gelöst ist. Und so sind die Dinge, wie sie sind, auch bei Präsident Biden. Unser Scholzer Mart ist ja heute hingeflogen, um eine Stunde mit ihm zu sprechen und dann fliegt er gleich wieder zurück. However, hoffentlich wird er nicht verwechselt, denn Biden hat jetzt mehrfach in einer Rede wieder Merkel und Kohl verwechselt, als er sprach von nach seinem Amtsantritt bei seinem ersten G7-Gipfel hätte Kohl und so weiter und so weiter. Das war aber 2021. Der Kohl war zu der Zeit jetzt eher nicht mehr Bundeskanzler, gell? Aber auch der Trump hat so seine Probleme, verwechselt Haley und Pelosi. However, wir sehen in der neuesten Umfrage hier, General Poll, also wirklich für die USA bezogen, Trump 45%, Biden 40%, das ist der größte Vorsprung bisher in dieser Umfrage. Mal sehen, was passiert. Derzeit ja der Supreme Court damit beschäftigt, zu fragen, ob Trump jetzt wirklich strafverfolgt werden kann, sodass dann er möglicherweise nicht antreten könnte als Präsidentschaftskandidat. In China hat der Xi Jinping andere Themen, das ist mehr als ein Gesichtsverlust, denn die Mittelschicht in China ist relativ stark investiert im Aktienmarkt. Weniger natürlich als im Immobilienmarkt, aber im Immobilienmarkt geht es bergab mit den Preisen, sodass die Leute einen Wohlstand verlieren. Dann hat Xi Jinping auch in Reaktion auf Trump gesagt, geht in die Aktienmärkte, das sei ein Symbol der chinesischen Stärke. Jetzt sind wir so runtergerauscht, jetzt ist erstmal ja praktisch nichts mehr los wegen den Neujahrsfeierlichkeiten in China und nochmal zurück nach Germania. Die Ampel hat es geschafft, wie Thomas Mayer, der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank, sagt, die wirtschaftspolitische Unsicherheit zu verdreifachen. Da gibt es nämlich einen Index, den Amerikaner entworfen haben in Sachen Unsicherheit. Und die Ampel hat es wirklich geschafft, die Unsicherheit so maßgeblich zu vergrößern. Das hat dann natürlich Folgen für Konsum, für Verbrauchervertrauen, für die Planung von Firmen, für Jobs. Wir sehen ja, dass die Industrieproduktion in Deutschland immer weiter nach unten geht. Ja, und wir machen natürlich diese großen Sanktionen gegen Russia. Aber faktisch kauft Europa still und leise Öl und Gas aus Russland, nur halt nicht direkt von den Russen, sondern über andere Häfen. Da wird richtig zugegriffen. Die Russen sagen, naja, die Europäer sagen das, aber machen das andere. Was da genau passiert, erfahren Sie in diesem Artikel. Erste Empfehlung, meine Damen und Herren. Und die zweite Empfehlung, was Sie wissen müssen zu dieser Revision in Sachen Inflation, die wichtig werden kann, nicht muss, aber eben kann. Also diese beiden Artikel empfehle ich. Jetzt sage ich Servus, ciao.